SFB 1288, der Sonderforschungsbereich zu Praktiken des Vergleichens auf Herz 87.9. Ihr Forschungsprojekt ist der verglichene Körper. Was heißt denn hier überhaupt Körper? Ja, es geht um den Körper in seiner Gesamtheit. Das ist in der frühen Neuzeit vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, weil zum Körper, anders als wir uns das heute vielleicht vorstellen, ganz viele Dinge gehören. Also Kleidung auf jeden Fall und auch diese Vorstellung, dass Kleidung sozusagen den Körper quasi verändern kann oder die Person verändern kann. Aber auch Dinge, Praktiken, die sich um das Essen oder Ähnliches drehen, gehören also sozusagen zum Körper und zum Verständnis von Körper dazu. Also es geht nicht nur, so gesagt, um den Körper, mit dem wir geboren wurden, sondern auch darum, wie dieser Körper ausgeschmückt und präsentiert wird. Und damit gehen dann auch immer bestimmte Merkmale einher, denen wir Menschen zuschreiben. Ja, auf jeden Fall. Und es geht eben, vielleicht kann man das sagen, und das ist auch was, was uns interessiert, wie sich das eben ändert, wie solche Merkmale im Laufe vor allen Dingen der frühen Neuzeit, also vom 16. dann bis ins 18. und dann auch ins 19. Jahrhundert hinein, sich sozusagen ändern. Also wann spielt zum Beispiel Kleidung eine größere Rolle, die eben in der frühen Neuzeit ganz stark genutzt wird zur Markierung von Differenz, und wann setzen sich stärker körperbezogene Ordnungen oder Einordnungen durch, die stärker auf so etwas wie bestimmte physische Merkmale, also Körperfarbe oder später eben dann Hautfarbe, Größe von Schädeln, Nasen, solchen Dingen eben sozusagen darauf stärker fokussieren. Mhm. Und Sie konzentrieren sich ja jetzt auch speziell in Ihrer Habilitation auf jüdische Kleidung und Aussehen, beziehungsweise auf die Wahrnehmung davon, genau in der frühen Neuzeit, wie Sie schon gesagt haben. Sie konzentrieren sich auf 17. bis 19. Jahrhundert. Wie funktioniert das genau? Was soll das genau heißen, diese Wahrnehmung von jüdischem Aussehen und jüdischer Kleidung? Das hört sich erstmal schwer zu fassen an. Sie haben es ja gerade gesagt, mein Habilitationsprojekt, was auch ein bisschen über den Rahmen des SFB, wo es vor allen Dingen um das Vergleichen geht, hinausgeht und versucht zu schauen, was war überhaupt, also wie wurde die jüdische Kleidung, was war das überhaupt, wie wurde das in der frühen Neuzeit wahrgenommen? Und ich schaue mir unter anderem sozusagen Kleiderordnungen an. Kleiderordnungen waren allgemein ganz zentral in der frühen Neuzeit, gab es also auch außerhalb der jüdischen Gemeinden gab es Kleiderordnungen, die über bestimmte Kleidung Zugehörigkeit darstellen sollten. Und im jüdischen Fall gibt es einmal natürlich die Vorschriften der nichtjüdischen Obrigkeit, die sagen, Juden mussten zum Beispiel so einen gelben Ring tragen oder eine bestimmte Kopfbedeckung tragen, um sie kenntlich zu machen. Wobei es da. Also das gab es auch schon vor dem Dritten Reich auch schon lange, ja. Ja, sehr lange davor. Das ist sozusagen was, da wird oft so eine Verbindungslinie gezogen, aber natürlich greift das darauf zurück, aber es hat nochmal einen ganz anderen Kontext natürlich in der frühen Neuzeit, wo es darum geht, nicht nur so sehr die Menschen kenntlich zu machen, weil gerade in einer Gesellschaft, die ja noch sehr viel kleiner ist im Sinne von Größe von Städten und Orten und man oft weiß, wer ist hier jüdisch oder protestantisch oder katholisch, sozusagen die Leute zu markieren als jüdisch in einem negativen Sinne. Viele Menschen denken, dass diese Markierung von jüdischen Menschen erst dann so im Nationalsozialismus entstanden ist. Was ich mich frage ist, schaffen Sie das also in Ihrer Forschung oder in Ihrer Habilitation abzubilden, ohne dabei antisemitische Stereotype zu reproduzieren, und gehen Sie dabei auch antisemitismuskritisch vor? Ich hoffe, dass ich das schaffe, das darzustellen, ohne natürlich antijüdische Vorstellungen zu reproduzieren. Und es geht mir eben auch weniger um diese Abzeichen. Und da muss man auch ganz klar sagen, da gibt es auch keine Kontinuität. Also das hört im 17. und vor allen Dingen dann im 18. Jahrhundert auf. Aber es gibt eben sozusagen bestimmte Kleidung, die häufig von Juden getragen wird, wobei man auch da wieder unterscheiden muss, dass es zum Beispiel Kleidung gibt, die vor allem am Schabbat getragen wird. Und das ist das, was man dann häufig aus Abbildungen kennt. Also ein langer schwarzer Mantel, im 18. Jahrhundert häufig auch so eine weiße Halskrause. Das sind aber ganz bestimmte Kleidungen für bestimmte Anlässe. Und was mich eben viel mehr interessiert, ist sozusagen eine innerjüdische Differenzierung von Kleidung. Also wer darf welche Kleidung nach Vorstellung der Vorsteher der jüdischen Gemeinden zum Beispiel tragen? Also welche Rolle spielt da die soziale Position? Ja, haben Sie da vielleicht ein kurzes Beispiel? Genau, also es gibt
ganz viele jüdische Kleidordnungen. Oft wird dann unterschieden, also wer so und so viel Steuern in der Gemeinde zahlt, der darf auch Spitzen tragen. Während zum Beispiel Mägde dürfen keine Spitzen tragen oder nur Spitzen, die bis zu einem bestimmten Preis kosten. Also wird eine ganz klare soziale Hierarchisierung wiedergespiegelt. Das war nicht immer so. Die Leute haben natürlich auch versucht, sozusagen Sachen zu tragen, die sie eigentlich nicht hätten tragen dürfen, wie in der nichtjüdischen Gesellschaft auch. Aber das ist so eine Vorschrift. Dann gibt es Vorschriften, die auf Zeit und Raum abstellen. Also was durfte man oder sollte man am Schabbat tragen, aber nicht unter der Woche? Was trug man in der Synagoge oder was durfte man nur zu Hause tragen? Also solche Unterschiede gibt es da auch. Also auch nicht nur so gesagt, von außen wird Andersartigkeit von jüdischen Menschen irgendwie auf irgendwelche Merkmale reduziert, sondern auch tatsächlich innerhalb mancher jüdischen Gemeinden gab es so gesagt Differenzierungsmerkmale durch Kleidung. Das ist sozusagen auch insofern nichts Besonderes, weil es ein ganz typisches Merkmal der frühen Neuzeit ist, dass es solche Kleiderordnungen gibt, mit denen versucht wird, die frühneuzeitliche Ordnung sozusagen abzubilden. SFB 1288, der Sonderforschungsbereich zu Praktiken des Vergleichens auf Herz 87,9.